Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Die Bemühungen des Großkönigs, seiner Rechtsberater, seiner Kanzlei richten sich nicht gegen ihn persönlich hier, gegen diesen schon inzwischen alt gewordenen Papst Celestius, sondern gegen das Amt an sich, das Amt, das nicht mehr in diese Zeit gehört, in die Zeit des Aufblühens von Bildung und Wissenschaft. Das Amt muss abgeschafft werden und dafür müssen die entsprechenden Rechtsgrundlagen geschaffen werden. Das macht die Sache so kompliziert. Ja, es wird auch noch ein Krieg zu führen sein, aber der Krieg muss natürlich auf einer guten rechtlichen Grundlage basieren. Sprich, wir brauchen die entsprechenden Ansprüche und da sind wir dabei und die Frage ist, ob das dann auch so durchgesetzt werden kann. Ihr kennt die Problematik, ich muss sie im Moment nicht nochmal wiederholen. Unser Ratsprediger, unser Sohn ist dran. Der ist gerade in Arbanon oder an den Akten von Arbanon und arbeitet sich da ab. Wir werden sehen, was das bringt. Ansonsten haben wir derzeit nicht viel zu tun. Wir können allerdings, glaube ich, nochmal auf unsere Domänen schauen. Ja, da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Wobei, wir können noch Padua, Neapel abwarten, bis die Dinge dort zu Ende gebaut sind, um nochmal neu zu investieren. Jeder ist sich selbst der Nächste. Das heftige Pochen an der Tür vertreibt sämtliche Schläfrigkeit aus meinem Geist. Wer stört einen Großkönig zu dieser Stunde? Ja, das frage ich mich auch. Mein spätnächtlicher Besuch ist niemand anders als Sicko. Ich kenne Sicko nicht. Schaut euch mal diesen Namen an. Sicko Sibylachon Skleros Militopolis. So jemanden haben wir bei uns. Höfling von Hauptmann Gera. Okay, der gehört zu irgendwelchen Söldnern. Ist ein holländischer Katholik entstellt. Was will der hier von uns? Ich muss unter vier Augen mit euch sprechen, fernab aller Lauscher. Ich habe etwas sehr Interessantes herausgefunden. Sicko hat eines der Geheimnisse von König Matthäus aufgedeckt. Er ist bereit, es mit mir zu teilen, wenn ich ihn vom Haken lasse. Wieso vom Haken? Haben wir... Hä? Haben wir... wir haben Druckmittel gegen ihn. Ah, das könnte sein, dass wir den mal irgendwann freigelassen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nein. Das weiß ich nicht. Also, unser Schwager und Vasall. Also, wir werden hier befremdet reagieren. Ihr meint, ihr könntet Forderungen stellen, verratet es mir sonst. Wir werden jetzt versuchen, Zwang auszuüben. Okay, er ist auch ein vermeintlicher Hexer, aber als gebildeter Mensch glauben wir natürlich solchen Gerüchten nicht. Sowas gibt es nämlich gar nicht. Wirklich. So, ein Kriegerorden breitet sich aus. Das ist schon wieder der Alcantara-Orden. Und hier wird jemand angegriffen. Serbien von Thessaloniki. Nun gut. So, und wer lädt ein? Unser Sohn lädt ein zum Festmahl. Das ist schon gewissermaßen eine Verpflichtung. Da müssen wir hingehen. Da gibt es gar keine Diskussion. Wir werden herzlich begrüßt. Wunderbar. Oh, die Universität in Padua ist gebaut. Noch schöner. Nebenbei, vielleicht ist das der Anlass für das Festmahl. Dem war klar, dass Prinz Lucian zu viel getrunken hatte. Ach, Sohn. Doch er wollte uns unbedingt vom Gegenteil überzeugen. Schon das Aufstehen war zu viel für ihn und jetzt bin ich von Kopf bis Fuß mit stinkendem Erbrochenem bedeckt. Oh mein Gott. Okay, wie reagieren wir? Wir reagieren. Wir sind ruhig. Wir sind ruhig. Ich würde mal sagen, da zeigen wir eher Güte, oder? Wir sind ruhig und zynisch. Wir können das ja mit so einem zynischen Unterton sagen. Ha, das war eine reife Darbietung. Okay. Das hat uns allerdings ein bisschen Anspannung gebracht. Tochter in Nöten. Der hilfesuchende Blick, den mir meine Tochter Stanislava zuwirft. Stanislava ist Königin von Böhmen. Er wird zunehmend verzweifelter, ja. Das Übliche. Ich denke, wir werden die störenden Gäste ablenken. Ein Druckmittel, das wir mit Sicherheit nicht brauchen. Und leb wohl. Das war ein schönes Fest. Die Anspannung, die wir erhalten haben, haben wir auf diese Art und Weise auch schon wieder verloren. Okay, diverse Druckmittel sind verfallen. Das interessiert uns aber eher weniger. Dann ein bemerkenswerter Gast, auch mit einem sehr seltsamen Namen. Offenbar ein estnischer Name. Lembit Kota Muhu. Allerdings slowenskanisch. Ein guter Kämpfer, wirklich. Mit Maske. Ich denke, wir werden ihn aber dennoch rekrutieren. So, und die Universität in Padua ist gebaut worden. Das heißt, Padua müssten wir eigentlich auch selbst besitzen, genau. Das heißt, hier müssten wir eigentlich auch
nochmal Bildungspunkte erhalten haben. Ja, tatsächlich, wir sind bei über 52 Bildungspunkten. Ich glaube, in dieser Sache übertrifft ihn niemand anders. Das ist schon enorm großartig. Was ist in Neapel noch im Bau eigentlich? Ah, hier noch Ausbildungskasernen. Das warten wir, wie gesagt, nochmal ab. So, wichtig aber natürlich noch was anderes. Nämlich die Sache mit den Ansprüchen. Aber jetzt wurde erstmal ein Neffe freigelassen. Könnte es sein, dass dieser Krieg hier vorbei gerade gegangen ist? Könnte es sein, dass unser Bruder nicht mehr König von Ungarn ist? Das gucken wir uns gleich an. Der Lohn des Lügners. Ich war erschüttert, als ich Christoph dabei erwischte, wie er aus der Reisetour von Baron Tschibor stehlen wollte, der gerade zu Besuch ist. Er schob die Schulter auf ein Spiel, das ein anderes Kind erfunden hatte. Doch es war eindeutig, dass er log. So, und jetzt erinnere ich mich wieder, dass ich hier standardmäßig gewürfelt habe. Ich will es mal erklären, ne? Weil es mir darum geht, dass ich nicht möchte, dass der aktuelle König immer seine eigenen Eigenschaften gemäß meinem Rollenspiel weitergibt, weil dann haben wir immer dieselben Könige. Er würde normalerweise hier ihn schelten und sagen, sei ehrlich, ne? Und dann würde er ehrlich werden und hätten wir wieder einen ehrlichen König. Das würde ich vermeiden. Ich will ein bisschen Zufall reinbringen. Es kann also passieren. Es muss aber nicht passieren. Deshalb würfle ich. Und ich habe eine 4 gewürfelt. Das heißt, hier setzt sich seine Ehrlichkeit durch. Und wir sorgen dafür, dass unser, ich glaube, der dritte Sohn, ja, bin mich ganz sicher, dass der nicht mehr hinterlistig ist. So, jetzt haben wir Ausbildungskasernen gebaut. Jetzt können wir noch mal ein bisschen was nachbauen. Und da gibt es einen Bauernaufstand. Aber wie weit ist denn hier eigentlich 4 Monate noch? Und was ist jetzt in Ungarn los? Tatsächlich, der Herzog hat es geschafft, dass der Sohn unseres Bruders jetzt hier an die Macht gekommen ist in Ungarn. Na gut, und die Königin ist immer noch im Gefängnis. Oder wer ist das? Wartet mal. Ja, tatsächlich. Prinzessin Lyubava von Novgorod. Naja, okay. Möge er hier weise regieren. Er ist allerdings erst 13. Vermutlich hat er das gemacht, hat der Herzog das gemacht, damit er sich da austoben kann. So, wir haben hier Gertruda. Der kann ein Mündel zugeordnet werden. Wir werden hier erst einmal würfeln. Und ich würfle eine 2, das heißt, das kann so bleiben. Ja, und die Frage ist, Großkönigin Ludmilla wird das machen, das finde ich gut. Soweit das. So, jetzt wollte ich hier ein bisschen ausbauen noch. Ich würde sagen, ja, wir machen, soweit es möglich ist, die zivilen Dinge weiter. Hier ist es nicht mehr möglich. Rostock können wir aber die Felder noch verbessern. Veligrad, ja, weiß ich ja, ist ja eigentlich ausgebaut schon seit langem. Grünendes Land, Cedinia, Höfe und Felder. So, Capua sieht ja auch gut aus. Da werden wir mal den Hafen ausbauen. Neapel ist auch auf Maximum, oder? Ne, die Burg können wir noch verbessern. Danach geht es nämlich erst weiter. Genau wie hier. Siena. Das grüne Land und Padua muss auch die Burg verbessert werden. Wunderbar. So, dann gewinnt ein benachbarter Herrscher den Krieg. Der Herzog von Bayern, Befehlshaber wurde verbessert und wir haben erfolgreich Herzogin Alfonsina beeinflusst. Ja, ich meinte, sie ist ja schon ganz gut auf uns zu sprechen. Ich würde sagen, wir setzen diese Bemühungen allerdings nochmal fort. Das kann nicht schaden. Wir können mit ihm hier ein Bündnis aushandeln. Ich denke, das werden wir auch machen. Dann haben wir dort erstmal Sicherheit. Das ist entsprechend auch geschmiedet. Hervorragend. Und wir werden eingeladen von unserem Schwager und Ratsmarschall nach Norwegen. Ah, da können wir auch nicht Nein sagen, ne? Ja, im Moment gibt es auch nichts, was uns großartig davon da irgendwie ablenkt oder so. Wir werden dorthin reisen. Oh mein Gott, wir sind fettleibig geworden. Das ist natürlich jetzt ein gravierendes Problem, gerade auch für unsere Pläne. Das hat nämlich Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Und wenn der König stirbt, bevor der Plan umgesetzt ist, ja, dann wird er nie umgesetzt werden, weil sein Sohn wird sich um diese Dinge nicht weiter kümmern, würde ich sagen. Also, voll Ehrfurcht. Nach einem ausführlichen Gespräch über unsere leckeren Gänge bringt Jadwiga zum Ausdruck, dass sie mich für äußerst gebildet und weise hält. Ja, das ist klar. Die Prinzessin von Norwegen, 23. Sie weiß offenbar wahren Intellekt zu schätzen.
Frage ist, okay, ich höre genau zu wie Königin Dobronjega. Oh, das ist unsere Freundin und unsere Schwester natürlich. Sorglos alle möglichen Dinge preisgibt. Als es ihr dann auffällt, steht sie auf. Wir haben etwas über unsere andere Schwester, Grazia, erfahren, oder? Ach nee, Dobronjega, warte mal. Dobronjega ist pervers, das haben wir erfahren. Ja gut, was wir alles schon erfahren haben von unseren vielen Geschwistern. So, jetzt haben wir das, sehr schön. Dann werden wir, jetzt wird spannend, Leute. Jetzt haben wir diesen Anspruch. Kümmert euch darum. Und jetzt werden wir das mal überprüfen, wie das aussieht. Also, Krieg erklären. Ansprüche von uns. Aha, die sind beide markiert. Ja, sehr gut. Also, es ist tatsächlich so, wir können diese Art von Ansprüchen in einem einzigen Krieg durchsetzen. Gut, das ist doch schön. Und das bedeutet aber auch, dass wir hier definitiv auch nochmal einen Anspruch brauchen. Und wir kriegen diese Art von Anspruch ja auch über diese Möglichkeit des Kaufs durch Glauben. Dadurch können wir die Sache noch ein bisschen schneller gestalten. Die Sache ist hier allerdings, glaube ich, das ist nämlich immer noch ein Herzog. Wieso ist das eigentlich ein Herzog? Wenn wir hier nämlich hier kaufen machen, kostet uns das 500. Und das ist wirklich knappes Gut. Aber wieso ist das ein Herzog? Können wir ihm nicht diesen Titel wegnehmen? Es geht um das Herzogtum Pisa. Das müssten wir... Ah nein, wir können es nicht übernehmen, klar. Weil er ja noch da ist und er noch einen Teil davon hat. Okay, also hier lohnt es sich meines Erachtens nicht, das mit dem Glaubenskauf einzusetzen, weil es hier zu teuer ist. Das heißt, hier wäre der nächste Ort, wo... Warte mal, Anthony... Hatte ich nicht neulich gesagt, unser Sohn? Das ist Quatsch, das war ja unser Bruder, ne? Unser Sohn ist gar nicht gebildet genug. Aber das war der ehemalige König von Ungarn, der jetzt kein König mehr ist. Ja, ist das dann noch angemessen, dass er unser Ratsprediger ist, gerade bei so einer wichtigen Angelegenheit? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, was wäre angemessen? Wir können zwar hier einen Herzog wählen, aber wir könnten König Dervan mit in den Rat holen. Oder unseren Schwager. Also, ja, der wäre näher dran, zumindest verwandtschaftlich. Oder König Jaromir, achso, der ist Ratsspitzel, nee, der soll das bleiben. Tja, der ist auch Architekt, wir gucken mal. Unersättlich, schüchtern und ehrlich. Ich glaube, zu dem haben wir tendenziell ein besseres Verhältnis. Ja, ich würde mal sagen, dann gibt es hier einen Tausch. Dann wird König Matthäus unser neuer Ratsprediger und bekommt diese überaus verantwortungsvolle Aufgabe, sich jetzt um diese Ansprüche zu kümmern. Und deshalb schicken wir ihn jetzt hier hin. Das wird 10 Monate dauern, ja? Tatsächlich, das dauert auch nicht allzu lange. So, und jetzt werden wir das mal mit dem Kauf aber ausprobieren. Wir gucken mal hier hin. Hier ist auch ein Graf. Und das heißt, wir können hier den Anspruch kaufen. Aber das geht... Achso, ja, da haben wir den gerade erzeugt, genau. Alles klar. Hier müssen wir es aber machen können. Graf Ezio. Anspruch kaufen für 250. Das geht tatsächlich. Okay. Gut, das heißt, das organisieren wir jetzt. Dann brauchen wir nur noch 3 Ansprüche. Wir haben 369. Ich würde sagen, wir machen mal weiter hier unten. Verlieren hier keine große Zeit. Wir werden diesen Anspruch kaufen. Grundsätzlich muss ich mal sagen, es gibt fast alle Mechaniken im Spiel kann ich mir irgendwie immersiv vorstellen, was das eigentlich bedeutet, was man da macht. Also wenn man jemanden Ansprüche erschaffen lässt, dann versucht man irgendwelche Urkunden zu fälschen oder auf die Suche zu gehen in alten Bibliotheken, Archiven, was weiß ich, in Klöstern, um dort einen Vorwand zu finden, dass einem das gehört. Und das dauert eine gewisse Zeit, das kann ich mir vorstellen. Aber das hier weiß ich nicht, was das eigentlich bedeuten soll. Das ist ein bisschen unklar. Okay, wir nutzen es aber trotzdem. Das wird auch mit beansprucht. Ja, und das bedeutet, neben dieser benötigen wir nur noch diese beiden. Insofern werden wir vermutlich beim Papst direkt das machen, auch über den Rat. Und hier werden wir das über einen Anspruchkauf
auch erledigen können. Nochmal für 250. Ja, okay, wir nähern uns der Sache. Wir nähern uns der Sache, Leute. Prima. So, wir sind zurück nach Hause. Lebt wohl mein Ratsmarschall. Jetzt ist nur die Frage, würde unser König jetzt angesichts seiner Fettleibigkeit auf die Idee kommen, Gewicht zu verlieren? Ist er so drauf? Zynisch, ruhig, ehrlich. Ah, also das Problem dabei ist, man muss schon, ich finde, die Erkenntnis, dass Fettleibigkeit die eigene Gesundheit oder die Dauer des Lebens möglicherweise einschränken könnte, ist, glaube ich, erstmal relativ moderne. Ja, vielleicht irgendwelche antiken Autoren, könnte ich mir vorstellen, dass es da schon den Zusammenhang erkannt wurde. Aber seine Bildung bezieht sich halt ausdrücklich nicht auf Gesundheit, wenn ihr euch erinnert, ne? Also wir sind ja im Bildungsbereich hier unterwegs gewesen, aber ja, er hat hier so basisanatomische Studien gemacht. Ich würde deshalb tatsächlich im Moment sagen, es gibt keinen Anlass, dass er jetzt da irgendwas Besonderes tut. Es kann sich ändern, wenn hier irgendwas passiert oder so. Aber so anlasslos würde ich das jetzt nicht einfach nutzen wollen. Das ist dann eben das Risiko dieses Lebens und der vielen Einladungen. So, unser Nachbar wird angegriffen. Der König von Serbien wird von einem unserer Herzoge angegriffen. Mhm. Banat von Raschka. Oh, da geht es ja um einiges. Das ist aber nicht der Krieg. Warte mal, wir gucken nochmal ganz kurz. Das interessiert mich jetzt. Oho. Aber der Gegner hat 22.000 Mann, ob er sich das gut überlegt hat, mit 13.000. Er hat noch einen Baron als Verbündeten, aber das bringt ihm nicht viel. Es häufen sich auch so die Kriegserklärungen unserer Vasallen, die ein bisschen übermütig sind. Das war schon mal besser. Kriegerorden, Herzog Lampert von Alexandria. Warum werden wir hierüber informiert? Das ist doch gar nicht unser Kriegerorden. Oder hat er möglicherweise irgendwelche Besitztümer in unseren Gebieten? Das kann natürlich sein. So, das nächste Festmahl. es ist erneut ein Verwandter. Also im Moment würde ich sagen, Verwandtschaft ist schwer abzuschlagen, ist aber relativ entfernt verwandt. Aber er ist auch unser Ratsspitze, also doppelt wichtig. Nee, komm, da müssen wir auch hin. Geht nicht anders. So, kaum ist mal Frieden, schon wird der König fett, ne? Ah, was ist denn nur für ein Fleisch? Aroma, die Nachspeisen, entzückend. Leidenschaft fürs Leben. Das wiederum bringt einen Gesundheitsbonus. Seht ihr, das kann auch Vorteile haben, viel zu essen. Man ist einfach glücklich, wenn das Essen dann gut ist. Eine neue Nebenlinie wurde erschaffen. Venedig wird von Bauern angegriffen. Ja, okay. So, eine Unterhaltung. Graf Juliusz, der Graf von Wermland. Ah. So, befreundet wollen wir nicht mit dem sein. Also von mir aus kann er weiterreden. Sambor hat verbessertes Ränkespiel. Und Dobronjega freut sich, uns wiederzusehen. Einmal mehr essen, trinken und singen wir gemeinsam. War das nicht die Perverse? Ja, als wäre das Leben ohne... Was wäre das Leben ohne Dobronjega? Wiederbelebte Freundschaft. Wow, auch das gibt einen gewaltigen Gesundheitsbonus. Leute, das ist wirklich ja fantastisch. Unser König nutzt die Festmähler, um sich richtig gut gehen zu lassen. Schaut euch das an. Trotz Fettleibigkeit, es geht euch gut. Was für ein Festmahl. Schön, dass wir dorthin gefahren sind. Sehr erfreulich. So, Fraktion ist geschaffen worden. Das waren aber nur Populisten. Wir können auch mal gucken. Ja, die ungarischen katholischen Populisten, die könnten bei Zeiten mal wieder auftauchen. Und es gibt tatsächlich zwei Leute, die eine Unabhängigkeitsfraktion gebildet haben. Immer noch der merkwürdige Herzog Alexios, mit dem wir eigentlich ein ganz gutes Verhältnis haben. Mit dem müssen wir vielleicht nochmal reden. Und der Waffenstillstand mit dem Papst endet bald, ja. Aber wir wissen ja, dass das für uns jetzt noch nicht der richtige Moment ist. So, diese Veranstaltung lehnen wir aber ab. Wir können jetzt nicht nur Festmähler annehmen, das geht nicht. Eheliche Vertraulichkeit. Ich überlege, ob meine Gemahlin etwas
erzählen sollen? Was, wenn wir das nächste Mal unter uns sind? Erzählt sie sonst nichts? Was ich über Königin Dobronjäger in Erfahrung gebracht habe, sollte sie brennend interessieren. Ach so, ob wir ihr was erzählen wollen. Ja, ein bisschen Klatsch und Tratsch von den ganzen Festmählern. Ja klar, wir sind ehrlich. Ich werde dieses Geheimnis mit Ludmilla teilen. Also, dass unsere Schwester pervers ist, das erzählen wir unserer Frau. Und wir haben einen neuen Vorzug. Wir wollen weiter hier machen. Ich guck mal. Das passt alles nicht. Wir gehen weiter hier. Zentralisierung. Entwicklungszuwachs in Reichssitz. Das ist auch eine schöne Sache. Unser Vasall wird angegriffen. Auch da sind es Bauern. Und Alfonsina ist jetzt nochmal beeinflusst. Ich denke, jetzt können wir es bei ihr mal sein lassen. Und wir werden mal mit dem Herzog hier sprechen. Dem Herzog von Emilia. Was das soll. Mit dieser Unabhängigkeitsfraktion. Und dann gucke ich mal ganz kurz, wie weit sind wir eigentlich in Veligrad? Wir sind bei Entwicklung 64. Naja, kann sich so langsam messen mit einigen der... Ja, schaut mal, Siena auch 64, Florenz 68. Also, wir spielen schon in der Liga mit. Das ist doch ganz schön. Rom ist natürlich bei 90. Das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Die ersten Gebäude werden fertig. Aha, sehr schön. Wir haben jetzt auch den Anspruch auf Pisa. Hervorragend. Gut gemacht. Kümmert euch darum. So, Aufgabe erledigt. Nachbar wird angegriffen. König von Ruthenien. Ganz junger. Es geht um das Großfürstentum von Nischni Nowgorod. Nun gut, nicht ganz so entscheidend. Aber viel wichtiger ist, dass wir ihn jetzt hier hinbringen müssen. Das dauert 18 Monate. Wir schauen mal wieder testweise, wie es jetzt aussieht. Ansprüche, ja, das sind jetzt schon 4 Ansprüche. Genau, diese beiden fehlen noch. Prestigekosten könnten wir uns problemlos leisten. Leute, es ist in Reichweite. Trost in Worten. Oh mein Gott, das hatten wir ja lange nicht mehr. Aber einem gebildeten Großkönig schickt man dann auch gerne mal Gedichte. Meine Bekanntschaft, Oberhäuptling Anastasia, wo lebt die denn? In Vologda? Das gehört zu unserem Reich? Nein, das gehört nicht zu unserem Reich. Ja doch, es gehört teilweise zu unserem Reich. Zumindest, ich bin mir nicht sicher, nee, eigentlich gehört es nicht zu unserem Reich. Also. Sie hat ein Werk verfasst und es ist bei Hofe das jüngste Tagesgespräch. Es behandelt traurige Gefühle des Verlusts und Anastasia hat es öffentlich mir gewidmet. Das ist doch immer so, ne? Also erstens ist es erstaunlich, es sind immer Nachbar, kleine Nachbarherrscher, die uns Gedichte schicken. Und dann geht es immer nur um Verlust und so ein Quatsch. Einsame Gräber im Sommer, wenn solch ein schönes Antlitz nun stets verborgen scheint. Denn wer so zurückbleibt, der ist ganz allein. Ohne sie sind wir nur leere Hüllen, einsame Herzen, jedes in seiner Zelle, nur sie kann uns füllen. Okay. Bislang habe ich meine Gedanken für mich behalten. Gut, wie reagieren wir darauf? Wir sind gebildet. Also Gefasel, als Gefasel werden wir das nicht bezeichnen. Aber, oder wie finden wir die denn? Gierig, ehrgeizig, mitfühlend. Ich glaube, die ist uns sehr fremd, ne? Ich würde mal sagen, wir sind uns in der Sache eher unsicher. Aber dennoch, wir haben Anspannung verloren, immerhin das. So, dann, der Nachbar wird angegriffen. Kroatien wird angegriffen, auch von einem Bauernaufstand. Okay, Ruthenien wird ganz offensichtlich jetzt ein bisschen auseinandergenommen. Da gibt es einige, wahrscheinlich innerhalb des Reiches. Herzog von Holstein greift König Agerik von Lothringen an. Religionskrieg um das Herzogtum Sachsen. Das ist allerdings unser Mann. Was tut er? Okay, der will den Zipfel von Sachsen haben. 8.300 gegen 5.978. Der Gegner auch schon in einem anderen Krieg ohne Verbündete. Das könnte direkt was werden.
Erstaunlich. So, hier, die Hochzeit wird vollzogen. Jawohl. Und damit ein Bündnis mit dem Herzog von Masowien geschmiedet. Genau. Guter Herzog. Ah ja, genau. Das Gespräch über dieses Separationsbestreben, von dem wir gehört haben. Beim Empfang von Edelleuten aus nahen und fernen Reichen ergeben sich Gelegenheiten, allen zu zeigen, was für ein großartiger Mensch mein Vasallherzog Alexios ist. Mein Fürst, so sagt mir, wer ist der liebenswerte Mensch, von dem ihr je gehört habt? Ja, wollen wir ihn so preisen? Ja, machen wir das mal. Weitere Gebäude sind gebaut worden. Aber hier sehen wir, irgendein Krieg gibt es hier nochmal. Ah, okay. Wologda greift irgendwo ein. Transsilvanien greift Moldawien an. Oh, das ist auch ein größerer Krieg. Jetzt legen die aber hier alle an allen Ecken und Enden los. Aber der Gegner 32.000 und er 30.000. Wow. Okay, ein einfacher Herzog kann so viele Männer hier aufbringen. Leute, also wenn sich hier mal zwei, drei Herzöge gegen uns zusammenschließen würden, was undenkbar ist, weil wir Gottkönige sind und alle Krutois fest im Sattel waren. Die Macht hätten sie, glaube ich, uns zu stürzen. Herzogin Aune wechselt die Kultur von Estnisch zu Pommersch. Auch nicht schlecht. Und Diener der Ehrlichkeit. Sambo erhält Diplomatie. Plus 1. Ich war erschüttert, als ich Sambo dabei erwischte, wie er aus der Reisetruhe von Prinz Lucy. Was? Das sind... Die Brüder bestehlen sich? War das nicht der gleiche, den wir vorhin... Seine Hinterlistigkeit? Der ist doch schon ehrlich. Er gestand, gedacht zu haben, er könne damit davonkommen, nun aber wisse, dass es falsch gewesen sei. Ach so, hier geht es darum, ob er das behält. Na, wir werden mal wieder würfeln, wie sich die Dinge so entwickeln. Okay, der scheint irgendwie ein notorischer Dieb zu sein, habe ich das Gefühl. Ich würfle eine 3, das heißt, wir müssen eure Missetaten vertuschen. Das heißt, er wird wieder hinterlistig. Ja gut, ich interpretiere es mal nicht so, als dass wir ihm das raten, sondern als dass unser Einfluss sich einfach nicht durchträgt. So würde ich das jetzt interpretieren. So. Herzog Alexios ist wieder beeinflusst, also ist beeinflusst. Eine bessere Meinung kann man jetzt gar nicht mehr haben, das können wir abbrechen, das Ganze. Und was passiert hier noch? Nachbar wird angegriffen. Okay, die Lothringer, die haben noch weitere Probleme, ein Volksaufstand. Fraktion hat sich aufgelöst, das ist aber nicht die, von der ich gehofft hatte. Und die italienische Kaiserin hat jetzt irgendwelche Probleme. Aber auch das stört uns jetzt nicht großartig. Wer ist hier gestorben? Das ist nochmal relevant. Ah, der war Teil dieser komischen Unabhängigkeitsfraktion, deren König von Novgorod. Jetzt haben wir hier einen ganz jungen. Oh, wartet mal. Das ist insofern interessant, weil der ist ja noch gar, also der ist sehr weit entfernt mit uns verwandt, ist natürlich ein Krutoi, aber das ist die ideale Partie für eine unserer Töchter. Diese Gelegenheit nutzen wir. Ich würde sagen, Christina, sie ist zwar schon 11, aber ich denke, das passt. Das werden wir organisieren. Heirat arrangieren mit unserer Tochter. Hier, Christina und dann er selbst. Perfekt. Das ist eine super Gelegenheit, um Novgorod wieder an uns zu binden. So, das war Thessaloniki. Bürgermeister Kampfgeschick verbessert. Soweit, so gut. 7 Monate, dann haben wir den Anspruch auf das Fürstbistum in Nikopolis. Ich hätte jetzt gedacht Nikopolis. Gut, und wir brauchen nur noch ganz wenig Frömmigkeit, um eine weitere Grafschaft für uns zu beanspruchen. Und das ist eigentlich jetzt schon möglich. Ich würde sagen, dann machen wir das jetzt mal. Hier bei dem Grafen kaufen wir diesen Anspruch. Ah, Quatsch, ich habe mich verrechnet. Ich war irgendwie gedanklich bei 225. Aber es sind natürlich 250, die wir benötigen. Ja, aber das werden wir in Kürze erreichen. Und auch in Kürze werden wir diesen Anspruch hier gegenüber dieser Papstgrafschaft haben. Und dann, liebe Leute, dann können wir losschlagen.
dann gibt es keinen Grund mehr zu zögern. Der möglicherweise letzte Krieg gegen den Papst und vielleicht überhaupt der letzte Krieg, den wir hier erleben werden. Seid dabei, bis zur nächsten Folge, macht's gut, euer Steinballen.